So, hallöchen meine lieben Freunde, ich sage mein herzliches Joopies zu euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zur 42. Folge von dem Minecraft Together. Nein, Chris, nein, Chris, hallo. Nein! Ja, wie gesagt, ich durfte jetzt bei der Begrüßung nicht so laut schreien, weil wir es gerade, ja, so gesehen mitten in der Nacht aufnehmen und ich keine Lust habe, dass hier irgendwer wach wird und so. Ja, wie gesagt, Minecraft Together Time, wie gesagt, die 42. Folge, Chris hat, glaube ich, gerade schon hallo gesagt und er schießt die ganze Zeit hier Pfeile runter. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Über mich. Triffst mich nicht. Das ist total schwer von hier oben. Autsch, voll in die Säcke. Schießt immer daneben. Au, voll in die Säcke. Ja, jetzt bewegt er sich auf einmal der Arsch. Natürlich. Warte mal, wenn ich noch Fäden habe, dann schmeiße ich da unten vom Werk runter. Ich wette, da schaffe ich 100%. Ich habe hier Fäden rumliegen. Ich habe doch hier gerade irgendwo Fäden gesehen. Ich habe 2 Fäden, ich brauche 3, ne? Weil ich hier gerade bei unser Tor sein soll später. Ich ziehe jetzt die Brücke. Ich gehe wieder runter. Ich gehe hier runter. Du schaffst das schon, Chris. Du schaffst das schon, Chris. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, oh wie du. Nein, ich Copyright. Genau, da bekomme ich wieder einen Copyright-Strike, ne? Du musst die ganzen illegalen Lieder immer bei mir abspielen hier, ne? Sie schaut wie so ein Sonic für Arme. Was für ein Ding? Sonic. Ach so, ach Sonic, ach so, ich dachte jetzt, ja, Sonic the Hedgehog, Sonne? Arschloch. Was für Sonne? Chunania, scharf! Oh. Nur weil ich wenig Kohle habe und nicht so berühmt bin wie Sonic. Genau. Ich bin eben nicht so cool. Aber dass du wenig Kohle hast und keine, was? Stopp. Ja, ich habe keine Bitches. Doch, Bitches habe ich 100%ig. So, ja, wie gesagt, ich denke mal in der Folge, ja klar, in der Folge haben wir die Mauer hier auf der Seite auch so langsam fertig. Das Einzige, was wir noch bauen müssen hier ist, oben, dass man drauf gehen kann, ne? Das fehlt uns auf jeden Fall noch. Die Treppe. Ja, die Treppe nach oben fehlt uns auch noch, die müssen wir auch auf jeden Fall auf beiden Seiten machen. Ja, mal gucken, wie gesagt, wie wir das hier gleich machen. Ah, ich habe jetzt Kies mit, ah ne, hier habe ich noch Pflasterstein, okay. Ja, gespannt, brauchen wie wir das gleich vorhaben. Pflasterstein selber nicht, wie gesagt, die Mauer ist jetzt hier fertig, außer eventuell... ich denke mal, wir haben noch unten in der... Warum zum Teufel wechselt Chippy seine Farbe? Chippy ist ein Chameleon. Chippy ein Punk ist. Nein, ein Chameleon. Wieso wechselt denn seine Farbe? Wo ist er denn? Im Haus? Ja, im Haus drin. Immer wenn ich da komme, ist es entweder weiß oder braun. Weiß-braun ist das Chippy-Huhn. Ich glaube, das liegt einfach nur an deinem Texturenpaket. Bei mir ist er eigentlich, glaube ich, normalerweise immer nur weiß, glaube ich. Keine Ahnung. Wieso läuft er eigentlich immer runter? Hä? Wieso läuft der immer runter? Bei mir ist es jetzt braun. Ja, keine Ahnung. Chippy ist bei mir gerade auch braun. So. Ich hab dich gerade gefragt, ob wir noch Stein brauchen. Jetzt baue ich ein bisschen Stein ab. Haben wir nicht noch unten in der Kiste genug Stein? Hab ich doch schon zur Stadt gebracht. Wir haben noch genug Stein. Komm mal wieder hoch. Wo soll da bitte Stein sein? Ich hab doch alles in die Stadt gebracht. In der Kiste ist noch genug Stein. In welcher Kiste? Da ist noch genug Stein drin, hundertprozentig. In welcher Kiste? In der Kiste hier. Da ist genug Pflasterstein drin. Noch mindestens 10 Stacks haben wir noch hier. Spaß, Digga. Es ist gerade ein Push gemacht worden. Was soll die Scheiße hier? Was für komische Tastenkombination drückst du schon wieder? Was hab ich denn jetzt gemacht? Muss ich gucken. Was willst du von mir? Ach nein, jetzt kommt Push damit nach, welche Pushes ich gestern gemacht habe. Voll geil. Als es nicht geklappt hat, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Das hat ja einfach nicht hochgeladen. Das fand ich damals ziemlich lustig zum Abfeiern und so. Auch mal geil. Nee, das hat Push, glaube ich, gestern oder vorgestern bei mir gemacht, dass er mir dann einfach mal random einfach mal 10 Pushes erstellt hat. Ja, nee, ich habe gestern bei hier gemacht, aber da kam bei mir unten diese Nachricht nicht mit dem Link, weißt du? Und jetzt taut es gerade alles nach. Keine Ahnung, vielleicht spielt Push allgemein ein bisschen. Ja, du solltest den Push vielleicht dann auch mal eventuell pushen, also so Pushception. Pushception. Und dann irgendwann brauchst du ganz viele Penisse. Ja, viel Stein haben wir nicht mehr. Das sind... Unten ist zum Beispiel keiner mehr. Ja, guck doch mal hier, bei der Stadtmauer, da haben wir noch 10 Stacks Pflasterstein. Cobblestone. Arschkuh, ey. Ich habe auch noch 2 Stacks im Inventar. Das reicht noch hundertprozentig hier für das kleine Stück Mauer. Spast. Ja, wir müssen auch noch... Spast, wir müssen auch noch hier fertig bauen. Was müssen wir fertig bauen? Die Treppe. Ja, die Treppe ist wie gesagt jetzt nicht so zeitaufwendig. Beziehungsweise da brauchen wir eigentlich nicht so viel Stein, oder? Weiß ich nicht. Wir müssen bis an die Bergmauer, an die Bergwand hinten ran.
mit der Ding. Wo willst du, beziehungsweise was für eine Treppe meinst du jetzt eigentlich? Hier auf der Stadtmauer oder wie? Richtig, du wolltest doch auf die Stadtmauer rauf. Ja, die Brücke kann man, beziehungsweise die Treppen kann man eigentlich hier rauf bauen. Guck mal hier direkt. Dass man hier einfach zwei kleine Wachhäuser baut, hier einfach eine Tür reinbaut, dass man da drin dann irgendwie so ein kleines Räumchen baut und dass man dann einfach da nach oben geht. Fertig. Ja, das so. Mal gucken. Ich baue jetzt hier hinten eben mal fertig. Dann müssen wir uns doch keinen Stress machen, ey. Voll nicht stressig. So. Gut, soll ich gleich mal ein neues Thema rausholen? Kannst du tun. Okidoki. Ich wähle jetzt mal ein Thema von der Lisa. Die dürfte ja auch bekannt sein. Ja. Ja, genau. Die hat nämlich gefragt: Was haltet ihr von diesen kleinen Kiddies, die immer Alter, Digger und Zweck und so sagen, nur um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu kriegen? Seid ihr solchen schon mal über den Weg gelaufen? Ich bin selber einer. Ey, Jodo, Zweck, Digga, es geht mir voll nicht klar, nein, mit dem Scheiß, das ist lang. Nur konstant sagen, das kotzt mir ehrlich gesagt. Was soll das? Ahmed? Ahmed? Ahmed-Ichan, was wird das da drin? ziemlich nervig, besonders wenn die kleinen Kiddies dann gerade mal 12 Jahre alt sind oder so. Genau, das ist einfach nur nervig. Man kann sich ja auch normal ausdrücken. Man muss sich direkt YOLO, Swag, Ramalama Ding Dong und so weiter. Das genau, Ramalama Ding Dong, das ist der neue Umgangston heute. Richtig, das ist einfach nur total nervig. Auch diese ganzen Wörter, wo sie echt gar keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Was war nochmal Swag? Da hattest du doch neulich die Erklärung zu bekommen. Ja, ich habe ehrlich gesagt echt keinen Plan, ob das stimmt. Irgendwas mit von wegen, irgendwas mit Gay, also beziehungsweise irgendwas von irgendeiner schwulen Organisation war das halt damals. Wie gesagt, ist echt kein Scherz. Es gibt echt eine schwulen Organisation, die damals, ich weiß gar nicht, ob das in den 90ern waren oder so, oder damals 1800 noch was, oder damals, wo Jesus noch gelebt hat. Also 1997. Genau. wie gesagt, da gab es halt irgendeine Organisation, die sich halt für Schwulenrechte eingesetzt hat und die hat sich halt damals Swag abgekürzt. Und ich habe echt keinen Plan, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat und ob sich die ehrlich ganzen gesagt, neuen Hipsters... Ehrlich gesagt glaube ich das dann schon nur, und es wäre einfach nur so göttlich, wenn die das nicht wüssten und sich dann die ganze Zeit, YOLO Swag, ja, Ramalama Ding Dong, und die ganze Zeit, oh, wir sind schwul, hallo. Ja, wie gesagt, die meisten wissen das auch nicht. Wie gesagt, ich war ja auch total erstaunt, dass es eigentlich eigentlich eine komplett andere Bedeutung hatte, dieses Swag eigentlich. Ja, das ist also, schon klar. Nur ich finde es dann wieder relativ lächerlich, dass Leute Wörter gebrauchen, von denen sie eigentlich überhaupt keinen Plan haben. Ja, wie gesagt, YOLO ist ja eigentlich ziemlich einfach. Wie gesagt, das ist einfach diese Lebenseinstellung, die meisten haben wollen. Die finde ich aber auch scheiße. Ja. Oh mein Gott, YOLO, ich schmeiß mich auch mal von der Brücke. YOLO, ja, du mich auch. Ja, wie gesagt, ich benutze die eigentlich auch ziemlich gerne, diese YOLO-Bezeichnung. Aber wie gesagt, das ist bei mir einfach nur aus dem Grund, ja. Ich benutze es aus Verarschungsgründen. Richtig. Wenn ich vor irgendwas wegrenne oder sowas, beziehungsweise, Amnesia spiele oder so. Ja, das ist halt dann als Let's Player wieder was anderes. Du kannst solche Wörter einfach mal benutzen, weil es Spaß macht. Einfach, weil es total random ist. Ja, aber wie gesagt, wenn man das jetzt so privat benutzt, ist es einfach nur noch lächerlich. Besonders halt die kleinen Kiddies, die einen auf cool machen möchten, totale Hipster sind und gerade mal 12 Jahre alt sind. Ja, wenn man halt die ganze Zeit in Twitter, YOLO, yay, ja, scheiß auf mein Leben, es läuft so alles scheiße, aber YOLO, ja, ich geh mich besaufen, YOLO, Zweck. Oder so. Man kann sein Leben auch anders feiern, man kann auch normal feiern gehen, ohne jetzt einfach mal einen auf YOLO leben, Stratz ohne zu machen. Ohne dieses ganze Zeit, YOLO, ich geh mich jetzt betrinken, yay, bitches. Kannst auch einfach nur schreiben, ey, ich geh mich jetzt betrinken, Junge, ich hab jetzt voll Spaß hier mit der Freundin oder alleine, keine Ahnung. Irgendwie sowas halt, ne? Wie gesagt, ich find's einfach nur lächerlich. Da gibt's genug Leute, die eigentlich genug in Hirn haben sollten, dass sie jetzt das nicht so oft schreiben sollen. Wie gesagt, wenn es mal aus Scherzgründen ist, ist es vollkommen okay. Wie gesagt, das mache ich ja selber, wie gesagt, machen wir auch. Aber die es dann anschmeint, die brauchen bei mir nicht meinen, dass ich sie gut finde. Richtig. Na, wie gesagt, die meisten, das benutzt, beziehungsweise dieses Swag, das benutzen ja auch die meisten Mädels der etwas jüngeren Generation als She Wants a Gentleman. Das finde ich auch kompletter Schwachsinn. Wie gesagt, was für Gentleman? Ein Gentleman gibt es tausend auf der Welt und die fallen trotzdem auf die falschen Leute ein. Beziehungsweise lassen sich auf die falschen Leute an. Ja, Mädchen wollen immer nur tun, aber nichts dafür und heulen sich dann die Augen aus, wenn es dann nicht so wird, wie sie es wollen. Richtig. Ja, wir Männer müssen halt eben alles machen. Wir müssen perfekt sein. Mädchen müssen nicht perfekt sein, sonst haben wir ein Problem. Richtig. Guck mal hier, ich habe jetzt die Mauer hier einfach an den Berg dran gedingst, ne? Ist, denke ich mal, okay, oder? Mhm. Ich mach das da hinten auch gerade.
Also ich finde es ehrlich gesagt total nervig, wenn Leute solche Wörter benutzen und dann überhaupt keinen Plan haben, was sie überhaupt bedeuten. Ja. Oder Wörter dauerhaft gebrauchen und einfach nur Scheiße, boah. Na, außer vielleicht, wie gesagt, das Einzige, was ich da okay finde, ist vielleicht, wenn jemand, was weiß ich, was sehr unterhaltsam ist, was weiß ich, was Entertainer oder sowas, keine Ahnung. Beziehungsweise auch generell Real-Life-Freunde oder sowas, wenn sie mal einfach mal total gerne halt ein Wort benutzen und das halt die ganze Zeit immer benutzen, das finde ich auch okay. Ja, das finde ich auch wieder nervig nach einer Zeit. Ist doch das gleiche wie, das hatten wir auch mal, das Thema mit Zips-LP-Sprache. Also die sind die ganze Zeit, yo, was da los, Scheiße. Ach so, ja. Keine Ahnung. Das geht einem nach einer Zeit total auf die Nüsse. Nicht, weil er einem auf die Nüsse geht, sondern weil es andere verwenden und dann nicht aufhören können. Richtig. Na, wie gesagt, ich habe einen echt mal aus Skype rausgehauen, weil er nicht aufgehört hat damit. Ja. Der hat es immer wieder gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, so, tschüss. Kein Problem. Bei mir geht es eigentlich, es kommt eigentlich auf die Person an. Wie gesagt, ich bin ja auch einer, der halt zum Beispiel auch immer die gleiche Begrüßung benutzt oder sowas, beziehungsweise auch generell auch. Ja, aber auch das ist was anderes. Du benutzt die gleiche Begrüßung. Ist dein Stil. Aber jemand anderen die ganze Zeit zu imitieren und ach so, das meinst du, okay. Ja, das ist ja, dann halt diese Sprechweise. Nicht mehr. Das ist weißt, in gewissem Sinne aber für mich selber auch nicht mehr imitieren, sondern einfach nur komplette Nachmache. Man kann jemanden imitieren und beziehungsweise parodieren. Das kann man ein, zwei Mal bringen, das ist vollkommen okay, aber wenn man es wirklich die ganze Zeit macht, dann ist es auch total schwachsinnig. Ich kenne jetzt auch die ganze wie Hair Tutorial reden, wie meine Hair Tutorial Parodie. Und ja. Kümmern wir uns gleich mal um das Torhaus, bitte. Tor was? Die Treppe. Ach so, ja. Ich würde mal sagen, hier können wir auf jeden Fall dann noch Gitter vormachen. Und dass wir einfach, wie machen wir das? Ich würde einfach sagen, dass wir hier irgendwo schon mal so, hier, warte. Dass hier, wir hier so hier eine, schon mal einen Weg. Dass wir hier auf jeden Fall auch eine kleine, dass wir hier auch kleine Hütten auf jeden Fall dran bauen, kurz. Ja, ja, hier kannst du die kleinen Hütten bauen und ich baue hier direkt eben gleich mal so eine Treppe. Wieso muss ich immer die Hütten bauen? Wir müssen Hütten bauen. Hütten bauen, ich habe auch was vor der Hütte. Nein, aber ich kann es niemandem verüben, der sich da gestört fühlt von dem ganzen Scheiß, ehrlich gesagt. Ne. Ich bin nämlich nicht anders. Nachvollziehbar, ja. Wie mache ich das denn am besten? Ich denke mal, ich mache das auch in dem Stil. Was soll das werden, kleiner Penis? Da war aber noch eine Beifrage, weil du schon vorhin auf das Wort Hipster gekommen bist. Hipster, was haltet ihr von solchen Leuten und würdet ihr je so sein wollen? Definiere Hipster. Ja, Hipster ist ja dieses normalerweise. Ich hab's schon gemacht, bevor es andere gemacht haben. Ja, ungefähr, genau. Also, wie gesagt, ich weiß selber nicht genau, was es ist. Also, das ist halt dieses typische, also ich weiß gar nicht, Hemd und Undercut und Nerdbrille oder Ich würde Hipster so definieren. Einfach entgegen des Stroms. Also, wenn die alle jetzt zum Beispiel Mützen tragen, trage ich keine Mütze. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einfach, damit man individuell ist. Ne. Nur, ich finde, jeder an sich ist individuell, solange er sich nicht so hinstellt, wie gerade eben gesagt, und irgendwen die ganze Zeit nur nachmacht. Ne. Chris, mal kurze Frage, was machst du da hinten? Ich baue hier gerade eben den Weg hier rauf. Du machst den Weg dann innen drin, ne? Jetzt bin ich gerade überfragt. Komm doch einfach mal rauf kurz. Meine Frage ist nämlich, weil ich würde das jetzt so machen. So machst du das, okay. Dass wir dann einfach, dass wir, wie gesagt, ich baue jetzt hier eine kleine Hütte auf jeden Fall drin, dran und sowas. Und dass wir dann in die Stadtmauer reingehen und in der Stadtmauer kannst du dann hier Treppen hochgehen. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nämlich schon eine kleine Idee, weil ich will in der Stadtmauer auch laufen können. Okay, und wenn ja, wir dann Treppen haben, dann kommen wir da nicht vorbei. Bau das Haus, ich zeig dir dann gleich, wie ich das haben will. Ja, wird schon. Was war jetzt nochmal die Frage? Hipster. Genau, Hipster. Wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was es eigentlich bedeuten soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin da einfach. Es gibt viele Definitionen. Ja, von denen habe ich noch niemals eine Ahnung. Ich sag, mir ist das scheißegal. Ich habe einfach nur irgendwann mal aus Spaßeshalber gepostet, von wegen, ja, ich schneide mir irgendwann mal einen Undercut. Und da sofort, wurde sofort drunter gepostet, von wegen, ja, ist voll Hipster, ey. Also habe ich mir auch gefragt, okay, was ist denn jetzt überhaupt ein Hipster? Und ja, wie gesagt, ich befasse mich mit dem Thema auch ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt sind das genau die Definitionen, die es bei uns nicht gab, die, von denen ich keine Ahnung habe. Na, richtig. Und ehrlich gesagt auch keine Ahnung haben möchte. Nein, nein. Das ist einfach dieses neue, so ist die Jugend heute, Mensch. Die müssen immer hip sein, hip. Da verstehe ich mit meinem Namen. Wie sich ältere Leute fühlen. Keine Ahnung von dem, was da überhaupt gelabert wird. Richtig. Ja, wie gesagt, mir ist der ganze Scheiß auch egal. Wenn ich mich dafür interessieren würde, wüsste ich schon längst, was Hipster eigentlich heißt. Ja. Und, wie gesagt, von daher.
Aber im Allgemeinen sollten wir uns doch einfach mal wieder darauf beziehen, wer wir sind und was uns ausmacht und nicht diese ganzen YOLO-Swag-Hipster-Scheißdreck. Richtig. Diese ganzen Trends, die da momentan sind, sind total scheiße. Na, wie gesagt, darauf stehen halt die ganzen Jugendlichen im Alter von 13, 14. Scheiße. Ich verstehe nicht, wie man darauf stehen kann. No. Die Jugend hat sich allgemein ins Schlechtere verändert und das sage ich wirklich schweren Herzens, denn ich bin eigentlich jemand, der jetzt nicht so ist und sagt, ja, ich gebe den alten Leuten recht, wenn sie auf die Jugend schimpfen. No. Aber es ist so. Richtig. Es ist einfach alles total scheiße geworden. Also, es gibt immer noch diese Ausnahmen, die müssen wir auch noch immer erwähnen, ansonsten werden wir ja, aber wie gesagt, immer falsch verstanden. Aber wie gesagt, ja, es dürfte jetzt mittlerweile schon selbstverständlich sein, es gibt immer noch kleine Spasten, die so einen Dreck nicht kapieren. Und sorry, dass ich jetzt Spasten sage, aber das stimmt echt, wirklich. Ey, der Chris DJ schon wieder! Ja, ich muss schon was schauen. So, ich habe jetzt schon mal, improvisiert beim Haus hier, einfach mal kleines, ja, ich denke mal, dass wir dann hier so eine kleine Waffenkammer oder was weiß ich was, irgendwie alles sowas reinbauen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. So, dann das Ganze noch auf der anderen Seite, das sind insgesamt 3, okay. Da. So. Was ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen scheiße finde, sind diejenigen, die dann immer, wie neulich beim Lava-Stream, da hatte ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass einige zwar sagen, ja, ihr habt recht und so weiter, aber im Endeffekt sagen die das nur, damit wir nicht böse sind und sie nicht mehr mögen. Ja, ist auch meistens so. Ist in und den meisten Fällen einfach nicht. So. Wir haben auch zu dem Thema falschen Eindruck. Diskutieren kann. Ja. Zu dem Thema falschen Eindruck, das ist jetzt überhaupt nicht vom Thema, beziehungsweise gehört jetzt eigentlich gar nicht zum Thema, darüber möchte ich eigentlich auch mal mit dir sprechen. Ich glaube, das hauen wir jetzt einfach nur mal in eine Folge rein, dann wird die Folge eben 25 Minuten lang. Du hast bestimmt schon mal dieses Thema Draw My Life gesehen auf YouTube, ne? Draw My Life? Draw My Life. Sag mir jetzt ganz ehrlich gesagt gar nichts. Echt nicht? Schade. Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Erklär's mir mal ganz kurz. Draw My Life ist einfach sowas, das haben jetzt, damit hat, glaube ich, damals PewDiePie und ein paar englische größere YouTuber angefangen und jetzt haben es sehr, sehr viele deutsche YouTuber halt nachgeahmt, beziehungsweise halt auch gemacht. Dieses Draw My Life. Das Draw My Life ist einfach, du hast eine kleine Zeichenscheibe und du hast ein Edding und du malst halt im gewissen Sinne dein Leben auf, was du halt von klein auf alles, was dir passiert ist, deine schlimmsten Sorgen und dass du depressiv warst und alles mögliche und irgendwann halt am Ende kommt, ja, und so bin ich zu YouTube gekommen. Ach so. Also im gewissen Sinne sein Leben halt zeichnerisch halt, aufbringen im gewissen Sinne. Und, mir ist das momentan aufgefallen, dass es ziemlich viele YouTuber machen und das ist auch zum Thema Aufmerksamkeit. Ich denke mal, dass die meisten YouTuber, es kann wirklich sein, dass sie wirklich ein scheiß Leben gehabt haben, aber trotzdem, also sorry, wenn ich jetzt auch wirklich damit ein paar Hates, dann denke ich mal auch mit raufkommen bekomme, ist ja auch egal. Da muss man mit rechnen. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass die ganzen YouTuber, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, ein schlechtes Leben hatten oder nicht, aber wenn sie jetzt als gutes Beispiel, sorry auf jeden Fall, ich mag den YouTuber sehr, also ich selber mag ihn sehr, ich feiere ihn auch total gerne, aber zum Beispiel Albladi, der hat damals halt schlimme Depressionen und alles mögliche gehabt. Und der hat das eigentlich ziemlich krass dargestellt und hat halt die ganze Zeit nur gesagt, beziehungsweise ist aufgezeigt, dass er halt immer gemobbt wurde und alles mögliche, dann selber zum Mobber wurde und alles mögliche. Und ich denke mal, dass halt die ganzen Geschichten, ich habe jetzt momentan schon so viele Draw My Lives gesehen, dass die ganzen Geschichten eigentlich nur nachgeahmt werden, um bei den ganzen Zuschauern im gewissen Sinn zu landen, um ein bisschen Mitleid zu bekommen, dass ja besser geschaut werden. Und, kommt mir ehrlich gesagt auch ab und zu so vor. Deshalb finde ich das ehrlich gesagt schade, dass es momentan viele, viele deutsche YouTuber, besonders auch Vlogger machen alles mögliche. Ich finde das mittlerweile einfach nur noch nervig. Das ist einfach so ausgelutscht, dieses Thema, und das ist momentan einfach nur noch Aufmerksamkeit suchen, damit man noch ein paar Klicks bekommt. Das ist leider einfach so. Sorry, dass ich es so sehe. Es scheint bei anderen YouTubern auch wirklich anders zu sein. Aber trotzdem kommt es mir mittlerweile auch nur noch so vor. Ich habe es auch vorhin auf Twitter gepostet und einige von mir teilen sogar meine Meinung. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Aber andere sind auch halt dagegen, weil sie halt schreiben von wegen, ja, so kann man den YouTuber im gewissen Sinne auch besser kennenlernen. Aber trotzdem frage ich mich, wieso wollt ihr von dem YouTuber Mitleid wissen, dass ihr... Erhaschen. Ja, richtig. Wieso wollt ihr wissen, dass der YouTuber mal depressiv war oder sowas? Ja, dann, was geht es die Leute überhaupt an? Ja, wie gesagt, das ist dann im gewissen Sinne einfach nur nach Mitleid suchen. Das ist genauso, als wenn man das öffentlich sagen postet. Möchte, dass ich Depressionsprobleme habe, dann sage ich das doch einfach. Ja. Und wie gesagt, dieses...
Oh, ekelhaft sowas. Ja, tut mir leid. Dieses Draw My Life ist einfach für mich im gewissen Sinne einfach nur noch sowas. Ja, ich brauche jetzt Klicks, um Aufmerksamkeit zu bekommen, beziehungsweise ich mache das jetzt einfach mal, bla bla bla. Also ich denke mal, wie gesagt, du weißt ungefähr, was ich halt damit ausdrücken möchte, dass es halt totale Aufmerksamkeitssuchspanne ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, dass es die größeren YouTuber jetzt auch mittlerweile machen. Einige scheinen wirklich auch sehr, sehr schön in Szene gesetzt zu sein, von wegen, ja, mein Leben war damals so scheiße und ich habe damals die und die Freundin verloren und dann ist das und das passiert und ich habe den und den verloren. Wie gesagt, das ist einfach für mich einfach nur noch komplette Aufmerksamkeitsspannensuche, whatever. Ich finde es einfach ehrlich gesagt nur noch schade, dass sich YouTuber im gewissen Sinne, die dann auch YouTube-Partner sind und auch nie sagen, nein, ich mache das alles aus Spaß, ich bin zwar hauptberuflich YouTube-Verdiener, aber nein, ich will doch keine Klicks haben, ach. Für mich ist es ehrlich gesagt nur noch mit den ganzen Drama Live und den ganzen Aufmerksamkeitssuchdinger ist es für mich einfach nur noch, ja, ich möchte einfach mehr Zuschauer bekommen, ein paar Klicks ins Haus bekommen und fertig. Wer es nicht so sieht, der sollte dann bitte das Video abschalten, bevor ihr jetzt hier einfach unnötig einen Daumen runter gebt. Und wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann bitte schreibt mir auch mal bitte wenigstens auch mal eine kleine Meinung zu dem Thema, damit ich euren Daumen runter auch wenigstens verstehen kann, weil das fehlt mir nämlich auf YouTube auch. Ja, dass man wenigstens auch mal eine schlechte Meinung darbringen kann. Jetzt habt ihr mal den Grund, auf jeden Fall mal was Schlechtes zu schreiben. Macht das mal bitte, das würde mich auf jeden Fall mal derbst interessieren, ob es da wirklich Leute gibt, die das komplett akzeptieren und das nicht so sehen wie ich. Wie gesagt, ich akzeptiere das ja auch, ich hätte euch nicht ja, gut, aber... Ja, akzeptieren ist was anderes als gut finden. Richtig, also wie gesagt, für mich ist das ganze Thema einfach nur noch so und ich denke mal, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, denke ich mal, könnt ihr es auch nachvollziehen, wieso die im gewissen Sinne Mitleid damit haben wollen. Und ihr seht zum Beispiel auch, dass diese Videos total viel Aufmerksamkeit bekommen im Gegensatz zu anderen Videos. Im gewissen Sinne bekommt ihr dann dieses Mitleid. Wenn du jetzt mal meine Meinung, das können wir auch im nächsten Video gerne noch ansprechen. Ne, wir machen das jetzt einfach mal in dem Video, weil... Ja, wir können da im nächsten Video auch noch drüber sprechen, weil ich nehme das mit den Hates auch gerne auf mich, weil das ist ein interessantes Thema. Ich kriege ja immer so viel mit wie... Oder wir machen das jetzt einfach so, deine Meinung kommt in deinem Video, meine Meinung kam jetzt in meinem Video. Ja, genau, können wir auch sagen. Dann machen wir jetzt einfach, wie gesagt, die Folge heißt dann irgendwie von wegen unsere Meinung zu Draw My Life einfach mal. Wie gesagt, auch wenn wir über Hipster geredet haben, aber ich denke mal, dieses Thema Draw My Life ist momentan ziemlich aktuell auf YouTube. Auch wenn diese Folge erst ziemlich spät kommt, wie 14 Tage oder so. Aber hey... Trotzdem aktuell. Richtig. Also wie gesagt, wir haben heute den 28.05. jetzt gerade um 0.12 Uhr. Und ja, ich glaube, die Folge kommt irgendwann Mitte Juni oder so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, was? Mitte Juni, nicht Juli. Juni. Ich habe Juni gesagt. Juli gesagt. Unicorn. Ja gut, das war's erstmal mit der Folge. Wie gesagt, das war meine Meinung zu Draw My Life. Würde mich auf jeden Fall derbst interessieren, wie er eigentlich dazu steht. Auch zu dem Thema Hipster, beziehungsweise zu den ganzen, zu den ganzen Wörtern, Swag und alles Mögliche. Ob ihr da auch wirklich das Mögliche alles benutzt. Aber wie gesagt, mich würde auf jeden Fall derbst interessieren, wie er zu dem Thema Draw My Life steht. Wie gesagt, ich möchte dazu jetzt nicht extra ein Video machen, sondern wie gesagt, einfach mal hier in einer Minecraft-Folge. Können wir aber auch machen, im Lava-Stream erwähnen. Ja, können wir auch mal machen. Ja, wie gesagt, Meinung bitte, bitte reinschreiben, auch wenn das Thema eventuell schon ausgelutscht ist. Keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Ich hab das heute zum ersten Mal gehört. Echt? Nee, ach, also die ganzen... Ich hab nie gehört davon. Ja, wie gesagt, ich glaube da, du bist auch nicht so auch einer PewDiePie der Schauer, der... Bei PewDiePie nicht gesehen. Bei PewDiePie, genau. PewDiePie war einer der allerersten. Ach so, nie gesehen. Ach so. Also ich schau PewDiePie ja wirklich rauf und runter momentan. Ne? Weil es ist momentan einfach der Einzige, der mich irgendwo noch unterhalten kann. Von den Größeren. Und das habe ich noch nicht gesehen, das Video, wenn ich da wirklich was kram. Ach, gib einfach mal Draw My Life PewDiePie ein. Bei PewDiePie finde ich es eigentlich auch ganz, ganz toll gemacht. Damals fand ich es halt noch cool. Aber jetzt mittlerweile macht das jeder. Kommt drauf an, ob er auch auf die Depressionsschiene ging. Nein, bei ihm nicht, nein. Na also. Wie gesagt, er erzählt ja auch glückliche Sachen. Und bei den deutschen YouTubern ist es leider nur noch diese Mitleidsschiene. Das finde ich einfach derb schade. Außer Flo Vlog, den kenne ich ja auch jetzt seit 4 Jahren mittlerweile persönlich. Der hat ein ziemlich lustiges gemacht. Der ist halt damals in China geboren, hat damals ist er in einer Ninja-Schule groß geworden und auf einmal kam ein ganz großes Alien-Space-Roboter und haben die ganze Stadt gezerdingst. Und dann ging er nach YouTube und ist er nach Deutschland ausgewandert und dann fing YouTube an. Das ist ziemlich gut geworden, aber die meisten YouTuber, wie gesagt, als Beispiel Albleili, auch wenn ich ihn wirklich sehr, sehr abfeiere, und das ist einer der einzigsten Vlogger, die ich momentan auch wirklich nur noch schaue, ist es einfach nur noch Mitleid suchen. Das ist einfach echt so. Ja gut, da reden wir dann in meinem Video weiter. Ja, wie gesagt, Chris' Meinung kommt auf jeden Fall in seinem Video. Die Bewertung auf jeden Fall nicht vergessen, meine lieben Freunde. Wenn ihr durcheinander kommt, Playlist schauen, da findet ihr alle Folgen. Und die nächste Folge gibt's, wie gesagt, beim Angry Chris RP. Tschüss, meine lieben Freunde, reingehauen und bla 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 bla. Bla.